Bitte einen riesigen Applaus für Nikita Miller. Erinnern Sie sich noch an Ihren 18. Geburtstag? Ich weiß noch, wir saßen in der Bushaltestelle, Viktor, ich und unser deutscher Freund Lars. Und im Laufe des Abends fällt mir so ein, ich sage, hey, Lars, du hast doch heute Geburtstag, oder nicht? Und Lars, ja. Und Viktor so, was? Deutsche Junge hat Geburtstag? Ja, ich sag, krass, Lars, wie alt wirst du? 18. 18, du kleine Mistratte, wirst 18. Viktor, hast du das gehört? Aber Viktor war schon weg, sein Platz war leer. Ich muss sagen, Viktor ist so jemand, von dem ich mir bis heute kein wirkliches Bild machen kann. Nach außen hin entspricht er dem typischen Russen-Klischee. 2 Meter groß, 2 Meter breit, hat dieses Nussknackergebiss, diese dicken Augenwülsten, diese emotionslose Visage. Und manchmal hatte Viktor auch so seine philosophischen Momente. Er sitzt manchmal da und... Blöd. Na jedenfalls, er war verschwunden. Ich gehe raus aus der Bushaltestelle, ja, um zu sehen, wo er ist. Und die Straße entlang sehe ich ihn rennen. Und das Faszinierende an dem Ganzen war, er war schon auf dem Weg zu uns zurück. Er kommt an, hier in seinen Händen 2 Wodkaflaschen. Ich sage, Viktor, wo ist der Sapivon? Sapivon bedeutet bei uns nachtrinken. Als ich nach Deutschland kam, und ich war irgendwie entsetzt, als ich mit ansehen musste, wie der Deutsche hier unseren Wodka trinkt. Ja, aus so hohen Gläsern, bis zum Rand gefüllt. Verdünnt mit Orangensaft oder mit Red Bull. Neulich habe ich einen getroffen, der hat das mit Apfelsaft verdünnt. Ich frage, warum? Und er sagt, hat du, weil es kickt, gell? Ich sag, nein, du wirst daheim aus allen Löchern losgehen wie ein Gartensprenkler. Wo ist da der Kick? Mein Onkel sagte mir mal, wenn das Leben dich zwingt, Scheiße zu essen, du kannst Scheiße verdünnen, dann schmeckt Scheiße nicht mehr so wie Scheiße. Aber du musst das länger essen. Oder du reißt diese Scheiße aus deinem Leben und schlingst sie konsequent runter. Das kostet Überwindung. Danach solltest du dich ein bisschen ablenken, vielleicht mit schönes Film. Und so wie mein Onkel seine Probleme löste, so haben wir getrunken. Pur runter, was Süßes hinterher. Sapivon. Und in weniger als 30 Sekunden wussten wir nicht mehr, dass wir getrunken hatten. Was auch der Grund ist, warum wir so viel trinken, weil wir während dem Trinken nicht mehr wissen, dass wir trinken. Na jedenfalls, ich sag, Viktor, wo ist der Sapivon? Und Viktor greift in seine Tasche, öffnet die Faust, 3 Bonbons und sagt, jeder trinkt so viel er kann und lutscht dann dieses Bonbon. Ich sag, Viktor, du kannst nicht einfach eine halbe Flasche Wodka runterkippen und das dann einfach mit einem Bonbon weglutschen. Und Viktor sagt, doch, wenn du schnell lutscht, dann geht das. Ich sag, Viktor, hast du schon mal einen gesehen, der schnell lutschen kann? Und er sagt, hier, trink. Ich sag, warum ich? Weil du Geburtstag hast. Ich sag, nein, nicht ich hab Geburtstag. Lars hat Geburtstag. Deutsche Junge, trink. Ich sag, lass den in Ruhe, der verträgt das nicht. Der kotzt dir die ganze Flasche voll. Ah, deswegen hat jeder eigene Flasche. Ich sag, nein, deswegen hast du eine eigene Flasche. Ja, eine für mich, eine für euch. 50-50, was willst du von mir? Trink jetzt. Ich sag, nein, du Weichei, trink. Nein, trink, okay. Ich nehme das Bonbon, mach's auf und leg das Papierchen auf meinen Oberschenkel, das Bonbon oben drauf, sodass es gleich griffbereit ist. Ich nehme die Flasche, setz an und trinke. Und nach kurzer Zeit will ich absetzen, aber Viktor hebt die Flasche fest und sagt, du musst mehr trinken, wir haben nicht so viele Bonbons dabei. Mit Gewalt setze ich ab, das Bonbon fliegt runter. Meine Kehle brennt, meine Augen brennen, ich suche nach dem Bonbon. Du musst schneller lutschen! Und neben mir Lars, Nikita, und ich...
Was geht, Lars? Du, ich glaube, ich mach da nicht mit. Du, das ist so ein Russending, das kann ich nicht. Ich sag, Lars, oh, das ist kein Russending. Viktor ist einfach nur ein Vollidiot. Und Viktor springt auf, okay, ich hab kapiert, ihr seid Weicheier. Gut, wir fahren zur Tankstelle und kaufen Sapivon. Nikita, geh nach Hause zu deinem Papa und hol Auto. Ich sag, warum ich? Weil das deine Party ist. Ich sag, nein, nicht ich, ich hab Geburtstag, Lars hat Geburtstag, er wird 18. Ich sag dir was, Nikita. Der 18. Geburtstag hat eine eigene Macht in sich. Egal, wie du ihn verbringst, du wirst ihn nie vergessen. Und nicht nur das. Alle deine besten Freunde, die ihn mit dir verbringen, werden ihn auch nicht vergessen. Willst du das? Hm? Sollen wir uns daran erinnern? Hm? Was für Arschgesicht du bist? Hm? Willst du Arschgesicht sein? Ist okay, okay, ist ja gut, überzeugt. Ich gehe also nach Hause. Es ist stockdunkel, im Wohnzimmer brennt Licht und ich schleiche mich in den Flur zum Schlüsselspind und will gerade den Autoschlüssel von meinem Vater nehmen. Auf einmal, bam, packt mich eine Hand. Ich schaue nach rechts, da steht mein Vater in Boxershorts mit der Fernbedienung in der Hand. Und damit ihr ein ungefähres Bild von meinem Vater habt, er sieht ungefähr so aus wie Viktor, nur ein bisschen anders. Er nimmt mir den Schlüssel ab, hängt ihn zurück ins Spind und sagt, Junge, ich habe dich gemacht. Ich kann dich auch wieder vernichten. Und geht. Und ich war im Zwiespalt. Einerseits hatte Viktor recht, ja, wenn einer von uns Geburtstag hatte, hatten wir alle Geburtstag. Der Wodka wirkt, ich nehme den Schlüssel, gehe raus, steige in den Wagen, fahre los, fahre runter zur Bushaltestelle. Und da warten sie schon. Viktor und Lars und zwei weitere dunkle Gestalten. Viktor, seine Cousins Oleg und Vadim. Sehen aus wie Viktor, nur ein bisschen anders. Viktor und Lars steigen ein, Oleg öffnet den Kofferraum, steigt mit Vadim in den Kofferraum, macht zu. Ich sag, Viktor, wieso steigen die in den Kofferraum? Und Viktor sagt, ah, Visum ist abgelaufen. Ich sag, Jungs, kann einer von euch vielleicht fahren? Und Viktor sagt, das geht nicht. Ich hab was getrunken und Führerschein von Deutsche Junge ist erst in 20 Minuten gültig. Ich sag, ich hab nicht mal einen Führerschein und ich bin schon betrunken. Und Viktor, ah, schon wieder, ich hasse das. Ich hab keinen Führerschein, ich bin betrunken, ich, es geht nur um dich. Fahr! Ich sag, wohin? Russische Disco. Ich sag, auf keinen Fall. Ich meine, ich bin auch kein Fan von deutschen Partys. Ich wurde mal auf eine deutsche Studentenparty eingeladen. Die trinken 5 von diesen grässlichen Wodka-Bechern, dann gehen sie auf die Tanzfläche und egal zu welcher Musik, die hüpfen auf und ab. Bis sie ausgenüchtert sind, um 2:30 gehen sie dann ins Bett und um 2:30 zeigen sie ihre Mitbewohner an, weil die noch so laut feiern. Bei uns war es ein bisschen anders. Wir besaufen uns, bis wir kaum stehen können und dann polieren wir uns gegenseitig die Fresse. Und darauf hatte ich irgendwie diesmal überhaupt keinen Bock. Und ich setze mich durch, ich sage, Jungs, nein, Tankstelle, Sapivon holen, fertig, okay. Und wir fahren. Und während der Fahrt, ich merke schon, wie Müdigkeit eintritt, ich sage, Jungs, ich schlaf gleich ein. Und Viktor sagt, mach Fenster auf und fahr so schnell du kannst. Kälte wird dich wach halten. Ich sag, das geht nicht. Wenn ich geblitzt werde, bin ich fällig. Nein, du wirst nicht geblitzt. Nachts dürfen die nicht blitzen. Ich sag, woher hast du das? Ah, frag Oleg, der ist Polizist. Ich sag, der Schwachkopf im Kofferraum ist Polizist. Ja, oder war mal Polizist. Oder will Polizist sein? Ich weiß nicht. Oleg! Und klopft gegen den Rücksitz. Bum, bum. Oleg! Sag, dass das stimmt. Und aus dem Kofferraum. Dass das stimmt.
Ich fahre auf der B14 Richtung Stuttgart. 60 erlaubt, ich fahre 120. Und auf einmal blitzt es mich und Viktor springt auf. Ah! Jetzt weiß ich's wieder. Oleg wird von Polizei gesucht. Und als ich geblitzt wurde, ging mir ein sehr interessanter Gedanke durch den Kopf. Der Deutsche bremst gern, nachdem er geblitzt wird. Warum? Ich meine, ich rase, ich werde geblitzt, ich muss zahlen. Warum zum Teufel soll ich noch bremsen? Ja, lass mich diese Illusion von Freiheit noch auskosten. Und genau mit dieser Einstellung bin ich auch weitergefahren. Und bam, blitzt es mich wieder, 2 Kilometer weiter. Blitzer, getarnt in der Mülltonne, nebendran, Streife, wuh, Sirene an, uns hinterher. Ich halte rechts ran, 2 Polizisten steigen aus, einer kommt an die Fahrerseite, einer an die Beifahrerseite. Tok, 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 tok. Ja, Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Ich hole meinen Fahrzeugschein, gebe dem Polizisten, er gibt ihm seinen Kollegen, der Kollege tippt irgendwas am Computer und der Polizist am Fenster fragt mich, haben Sie was getrunken? Und ich sage, nein, ah, das riecht aber nicht so. Ja, komm, Führerschein, hopp, hopp, ich habe nicht ewig Zeit. Und ich tue so, als würde ich den Führerschein suchen, der gar nicht existiert. In der Zwischenzeit kommt der Kollege zurück und sagt, das Fahrzeug wurde als gestohlen gemeldet. Und in diesem Moment denke ich mir, krass, wie gut mein Vater sich in dieses Land integriert hat. Bevor ich es verarbeiten konnte, hämmert es im Kofferraum. Bum, bum. Hilfe, er will mich umbringen, Hilfe! Der Polizist sieht uns an wie ihn. Er springt zur Seite, zieht seine Waffe und sagt, Fahrer und Beifahrer, die Hände auf die Brust, Hände auf die Brust. Wir, okay, okay. Und jetzt langsam aussteigen. Viktor, Lars und ich auf dem Asphalt, auf unseren Knien, die Hände über unseren Köpfen. Der Polizist zielt noch immer mit der Waffe auf uns. Der andere Polizist öffnet den Kofferraum und Oleg kriecht raus. Wälzt sich auf dem Rücken. Vadim sitzt noch im Kofferraum und grinst. Der Polizist zu Oleg, mein Gott, was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Und er zeigt auf Vadim im Kofferraum. Diese Drecksau hat gefurzt. Vadim steigt aus dem Kofferraum und fragt den Polizisten Skolka. Die Polizei galt bei uns in der Sowjetunion als die härteste Gang der Welt. Egal, wofür sie dich angehalten hatten, du warst immer besser dran, wenn du Geld dabei hattest. Und jemand, der dort angehalten wird und erfahren ist, fragt als erstes Skolka. Skolka heißt übersetzt, wie viel. Und Vadim fragt, Skolka, und der Polizist, ich verstehe nicht. Und Vadim holt einen Bündel Schein, rast, und der Polizist, ist das hier ernst? Und Vadim, ey, blöd, ich holt ein größeres Bündel. Und der Polizist, hallo, sind Sie noch ganz dicht? Und Vadim, wow. Und der Polizist sieht seinen Kollegen an und sein Kollege nur. Dann sieht der Polizist in unser Rückfenster, sieht die Wodkaflaschen und fragt, habt ihr Sapivon? In der Zwischenzeit, Viktor zu Lars, deutsche Junge, deutsche Junge. Was? Happy Birthday. Dankeschön, das war's von mir. Nikita Miller! Danke, Nikita!